Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Wir müssen uns ja jetzt noch einen Partner raussuchen. Und ich habe dann noch ein paar EP-Bombs erhalten, ne? Ich auf jeden Fall King. Auch wenn es nicht viele sind. Wirklich 65 erst. Das ist ein, wenn ein Leckfeld-Typ ist, dann wird er eine Betreuung. Würde ich gerne noch. Eine schöne Attacke bei drin. Stimmt, das ist ja vom Nike. Okay. Na gut, er hat sich bei der Eröffnungsrede für das Turnier mal wieder selbst betroffen. Kopfzerbrechen bereitet mir aber das, weil du es antreten musst. Und wo bekomme ich denn jetzt auf die Schnelle einen Partner her? Super, wenn du auch noch allein bist, könnten wir uns doch zusammentun, wie wär's? Aber sicher. Das ist die Geburtsstunde des stärksten Duos aller Zeiten. Wir haben quasi schon gewonnen. Perfekt. Du hast dich also für einen Partner entschieden. Sehr schön. Dann werde ich euch gleich für das Turnier registrieren. Einen Augenblick. So, alle Teams und nun ordnungsgemäß registriert. Hopp, ist also dein Partner, ja? Okay, seid ihr bereit? Sicher. Gut, dann bringe ich euch gleich zum Kampfplatz. Wir treten gegen Yao und Kate an. Unsere Gegner in der ersten Runde sind Yao und Kate. Die beiden sind ziemlich stark. Wir müssen auf der Hut sein. Richtig. Sollte passen. Liebe Zuschauer, Runde 1 ist immer ein ganz besonderes Prüfersein. Vor uns liegt nun die mit Spannung erwartete Begegnung zwischen Sura und Hub auf der einen Seite und Yao und Kate auf der anderen. Oh je, wir stehen gleich im ersten Kampf dem Team des Champs gegenüber. Was soll das, Yao? Du kannst doch nicht jetzt schon den Mut verlieren. Wenn wir zwei zusammen, aber kommt so schnell niemand gegen uns an. Du hast recht. Ich werde allen zeigen, was ich drauf habe. Und ich erst. Ich bin viel stärker geworden seit der Arena Challenge. Ihr werdet schon sehen, was für tolle Attacken meine Pokémon am besten gehen können. Du wirst dich noch wundern, wie zuversichtlich der neue Hopfer geworden ist. Ja, genau. Aber ich weiß, dass du es kannst. Dann.
Und weg ist es. Werden drei Pokémon zufällig ausgewählt oder muss ich selber auswählen? Und wieder mal die Angriff. Jetzt mal eins ihrer letzten. Ich würde Dynamax einsetzen. Wenn es sein muss, werde ich den Wurzeln schlagen. Immer diese geilen Sprüche. Oh ja, Apfel. Ja. War mir klar, dass du Dynamax einsetzt. Sagen, dass der erste Kampf doch schon ja, eine Sache. Nee, effektiv. So. Na, was sagst du nun? Jetzt habe ich zwar Dynamax-Energie gesammelt, aber noch lohnt sich das nicht. Lohnt sich ja noch nicht auf Dynamax zu gehen. Von da kriegt ja die letzte Pokémon sowieso Dynamaxinieren wird. Oh, kann das nicht angreifen? Yeah.
Dann kommt Dünner bitte. Und hab ihn. Das ist. Warum können wir nicht warten, bis das Pokémon raus ist? Das wird wieder Flora ein. Sie setzt nicht. Den? Aber okay. Ich will mich am Endeffekt jetzt nicht beschweren, natürlich. Da wurden sie uns das Wasser abgedreht, ehe wir euch fluten konnten. Gut ab, Champ. Oh, gegen Mack und Seider. Gegen Mack? Also. Pioni und Karu haben sich zusammen. Interessant. Ja klar, Delian und Rai. Ja, Kampf und Stahl, ne? Heilen brauche ich nicht, aber Kampf und Stahl. Ich glaube, ich werde Amigetto mit vorne lassen. Die Luft knistert für mich vor Spannung. Wer wird in Runde 2 wohl den Sieg erfahren? Johann Hopp oder doch ihre Gegner? Mack und Seider. Oh, nee, Saida muss ich ja sagen, ne? Ich guck mal, Saida an, werde ich aus. Das ist die ideale Konstellation, um allen unsere Stärke zu zeigen. Ja, an unsere Gegner gibt es nichts auszusetzen. Ich werde mit Leib und Seele danach streben, den Sieg zu erringen. Stimmt, dich. Dich bekämpfen wir eigentlich nur im Pokémon Schild. Wir dürfen jetzt einfach nicht verlieren. Holen wir alles aus unserem Pokémon heraus. Na ja dann. Na ja, dann los geht's. Volltreffer, wow. Sie hat aber mit Restadero eigentlich eine gute, sehr, sehr gute Schüsse bekommen.
Titanstein ganz übel. Da hat immer noch sein Ramazetta mit dabei. Das ist mal eine nette Abwechslung als zu dem Champ-Turnier, was wir vorher hätten machen können, konnten. Das Portal ist auch von Typ Stahl. Daher. Na, immerhin überlässt er auch ein Fenster von Das Portal. Das hat damals Center aber auch nicht einmal trainiert, hab, ne? Ein Feuergesteinstyp. Er tut immer hier auch cool. Aber das ist er nicht. Und weg ist das Vieh. Falsche Idee. Er hat seine Giga Dynamax Form. Cool. Zeigt er, dass ich auch mit dem Bedarf gut trainiert habe. Thank you.
Das ist nicht so wild. Schon mal was von einem legendären Pokémon gehört. Und jetzt. Mach es gerne. Bitte, ich muss mal Dünnerpilze suchen. Und Sondersensor. Soll es für mich, wenn die Initiative sind. Auf geht's, Koronospan. Guck mal, wie hier diesen Teamtypen der ist. Nun, steinharten Zusammenhalt reicht es bei uns wohl noch nicht. Ich werde gut im Geist Strafe ziehen und in meinem Training nochmal von vorne beginnen. Wir drücken euch die Daumen für das große Finale. Wollen wir mal schauen, wen wir mal antreten dürfen. Gideon und Roy. Na geil. Gideon und Roy. Oh, gegen die beiden irgendwas jetzt ausrichten? Oh Mann. Wie setze ich denn da am besten an erster Stelle? Ich will ja gerne weiter mit Amigento kämpfen, aber... Roy ist eigentlich ein Drachentrainer. Sehe ich schon vielleicht mit Viscogon. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Drache gegen Drache, zur Not habe ich den noch. Koronospa. Genau, so lasse ich das. Leute, aber ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Das Finale werden wir in der nächsten Folge machen.